Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Adventure Map mit einer ganzen Adventure Map jetzt. Ja, Hallöchen erstmal und Patrick hat wieder die Adventure Map neu aufgeladen. Ja, achso. Und auch wenn ich das Buch da nicht mehr habe, aber ich habe es mir gerade abfotografiert, das hat mir zuletzt noch ein Buch geschickt. Und da stand drin, das 3:3, Doppelpunkt, -D. Patrick ist mal wieder hart am Noob. Der kleine Patrick möchte bitte aus dem Noobie-Paradies abgeholt werden. Doppelpunkt, -D. Alle, die hart nach Magie stinken, heißen Patrick. Okay, habe ich verstanden. So, ich hoffe mal, heute wird keine Rage-Folge. Also, ich bin nicht irgendwie vorgesackt oder sowas. Warum mache ich hier wieder? Wenn du dich anstrengst, nicht. So, jetzt machen wir hier weiter. Jetzt verkaufe ich den mal erstmal wieder. Ja, da bin ich auch gegen die Kante gesprungen. Warte mal, ich gucke, ob der wirklich so schwer ist. Guck mal, ey, ich bin beim ersten Mal. Ja, ich hasse solche Sprünge. Ja, aber cool. Du drückst den Knopf und springst einfach nur geradeaus. Mit einem, da kannst du, glaube ich, mit einem sogar machen. Mach mal, ich bleibe im Block stecken. Mit einer geht das auch auf jeden Fall, das weiß ich. Mach mal kurz Fenster zu. Ja, mach das. So. Das ist auch in einem Blocksprung, aber ich krieg heute irgendwie... Du bist weiter. Nee, doch nicht. Ich dachte schon, was weiter, egal. Da bin ich wieder gegen die Kante gesprungen. Versuch mal zu drücken und sofort zu rennen und dann zu springen. Sofort rennen und springen, das ist eigentlich total leicht. Also ja, wo ich letztes Mal gerannt bin und gesprungen bin, bin ich hinten direkt wieder runtergefallen. Hey, so, jetzt ist der Rest aber leicht. Ja, da beiden die Türen, ey, die können mich doch mal hart machen. Du musst einfach nur drauf springen. Okay, das sind die Metalltüren. Also ich habe jetzt auch ein Texture Pack hier drauf. Welches hast du denn auch, was ich hab? Ja. Geil. Leider hing ich in der Wand drin. Boah. Da hing ich schon wieder in der verkackten Wand. Okay, den Sprung muss jetzt nicht neu machen. Den kannst du auch nicht von hier aus dann weitermachen. So. Scheiß auf den einen Sprung. Du kannst auch von Dingen weitermachen, ne Patrick? Hm. Du kannst ruhig von der nächsten Challenge aus weitermachen. Ach. Weil der eine Sprung... 3 Tries mache ich jetzt auch. Also die Tries gehen ab der Tür, wenn ich bei der Tür bin. Ja, da zähle ich dann noch nicht als Nuben. Ja. Also das hier ist jetzt kein Try. Erst wenn ich den Knopf der Tür drücke, dann gilt das als Try. Komm. Jetzt krieg ich schon wieder den Sprung nicht hin, ey. Außer ich kotze mich gleich hier zu voll, dann lasse ich es lieber. Okay, jetzt habe ich ihn geschafft, aber habe mich aufgehört zu sprinten. Das ist auch gut. Vor allem bei so Overhead-Sprüngen. Ja. Weil er nicht immer weiß, wann er aufhören muss. Vor allem mit dem Schiff drücken ist das da scheiße. Oh ja. Lol. Ich bleib immer in dem Block hängen. Immer so ab mittig meint die scheiß Minecraft-Puppe, komm, ich bleib da mal kleben. Ah, komm, scheiß drauf. Da fick ich jetzt einen richtigen Tatenhaufen drauf. So. Damit ich wenigstens alle geschafft hab. So. Will ich ja noch schaffen, ein bisschen von der Wand weg. So, geht doch. Stage 8, Aqua Darkness. Na gut, Darkness ist es jetzt ja nicht, ne? Nicht wirklich. Das war jetzt mal verkackt. Ja, ich auch. Am gleichen Sprung. Bisschen Klemmut raus, ja, besser. Komm, sehr schön. Lol, da war was im Weg. Da ist ein unsichtbarer Block im Weg. Vorsicht. Ich weiß nicht, wo du da springen musst. Ich glaube, links oder rechts vorbei. Und war einer im Weg? Ich sehe gerade keinen, der da im Weg ist. Hä, lol. Kannst du da dagegen gesprungen? Kannst gerade durchlaufen. Kann sein, dass du auch diesmal im Block hängen geblieben bist. Ja, aber mit doch nicht mitten in der Luft. Uff, eigentlich nicht, ne? Nein, drüber geslidet. Aber ich habe ja einen Checkpoint hier. Okay, ja, okay, da ist echt nix. Okay, das Glowstone finde ich jetzt nicht so geil in dem Texture Pack. Aber das finde ich, das ist einfach nur so ein bisschen noch moderner.
Ja, ich finde das trotzdem nicht so geil. Da habe ich Besseres in dieser Art gesehen, was auch modern gehalten ist. Ah, fuck. Ja, das stimmt, aber ich finde das ist halt so eigentlich für Tech, für Dingens so. Und Texture Packs ist eigentlich richtig gut. Soweit. Weil den reicht Zu es für weit. Adventure Maps, was willst du mit so einem Ja, Hightech-Ding? klar. Also so einem richtigen. Ja gut, hi. Grafik haben wir ja. Na, warte mal, ich lass mich mal kurz. Gut, wir haben noch nicht die oberste Stufe, aber ich weiß noch nicht, ob Warte. die das da haben. Jetzt kommt. Nein! Oh. Nein. Ich krieg den Sprung nicht hin, ey. Muss nur einmal einen normalen Sprung. Ist das ein Einzelsprung nur? Jo, das ist ein Einzelsprung. Okay. Gut, wenn das ein Einzelsprung ist, Oh. dann ist das Weil auch mit Rennen nicht kriegst du schlimm. das nicht hin. Hä? Mit der Rennen kriegst du das nicht hin. Ja, habe ich zwar versucht, aber habe ich das nicht hingekriegt. Okay, dann springen sollte man trotzdem. Ja. Ach, scheiße. Ja, da ist das denn. Wir machen gemeinsam diese Challenge. Springen. Ja. Alter, deine Mutter, ne? Ganz simples Prinzip. Ja, ich war kack schon mal wieder beim ersten Sprung. Ich verkaufe immer bei dem. Immer. Ich habe den bisher noch kein einziges Mal geschafft. Ah, doch, ich schon. Zweimal, aber danach bin Ich ich beim verwechsel nächsten verkackt, leider. weil der ist schwer. Der nächste ist so kacke, ne? Lol. Der nächste sieht jetzt nicht so schwer aus, aber das Ja, ist aber du springst wahrscheinlich. dagegen. Das ist wie eine Wand. Das ist so hart. Wir sprinten und seitlich, das ist so eine harte Kurve. Man sollte nicht allzu weit springen. Komm, komm. Ja. Hä? Hier wird verpeilt. Okay. Verkackt. Wo bist du? Hier ist aber auch kein Knopfko. Ach, da unten. Okay. Ich krieg den verkackten Sprung nicht So, hin. bin fertig. Was ist das? Ich krieg diesen einen einzigen Sprung hier. Ich krieg den darüber nicht hin. Ja, warte, ich guck mal kurz, ob in der Truhe ist. Stage 9. Okay, ne, Stage 9. Alles klar. Gut, dann komme ich wieder zurück. Warte. Ich krieg den. Alter, ich krieg den Sprung nicht hin. Ich bin zu scheiße dafür. Alter. Ich krieg den mit Einzel nicht hin und ich krieg den mit Sprinten nicht hin. Ja, also ich würde sagen, wir haben jetzt Viertel vor sieben. So bis Viertel vor acht werde ich an den Sprung hängen. Versuche einfach nur mal zu springen und dann geradeaus. Gut, den habe ich Ja. jetzt auch verkackt, aber der muss einfach nur Was springen mein. erst und dann noch. Okay, da muss ich hier beides. Das ist irgendwie nicht so ganz leicht. Genau das mache ich die ganze Zeit. Und wenn ich dann Ja, nahe gut. komme und Shift drücke, damit er sich festhält, plöp. Klatsch. Hör mal kurz Licht an, ich meine, hier ist Lol. voll dunkel. So. Wieder zurück. War auch geil, ne? Ich habe jetzt Oblivion zweimal für PC. Warum das denn? Weil das in der Computerbildspiele heute drin war. Achso. Okay, da war ich zu weit. Wenn das eine noch nicht aufgespielt hast, kannst du das eine ja verkaufen. Dann neuwertig eigentlich. Ja gut, verkaufen kannst du das. Muss ich dann aber die Originaldisk nehmen, weil auf der anderen ist noch was anderes drauf. Ja. Alter, ich krieg den Sprung nicht hin. Nicht wieder ragen, ne? Wenn, dann nehme ich nur einen TNT-Block. Und jag den außerhalb der Map rund in die Luft. Wenn ich mehrere nutzen sollte. Alter, der Sprung ist doch nicht machbar, ey. Der ist Also so 3-3 richtig steht es und schäbig. ich habe schon das nächste Buch und Fehler parat. Aber noch schreibe ich nicht. Kannst aber schon anfangen zu schreiben. Ich garantiere dir, entweder gebe ich die auf die Challenge oder ich sitze bis heute Nacht noch dran. Badibu. Aber eins für eins.